Servus, Leute. Das wird jetzt. Es gab eine Tagging-Runde, fangen wir mal so rum an. Es gab eine Tagging-Runde, wo man sagen sollte, welche Messer man nie verkaufen würde, unter normalen Umständen. MS Bricktop hat er aufgerufen, hat gesagt, er gibt die Tagging-Runde einfach mal an alle Leute weiter, also nicht an einzelne Personen. Deswegen greife ich das jetzt hier mal auf, weil ich das doch ganz interessant fand. So traurig, wie es klingt, aber bevor wir jetzt hier reinschauen, gibt es nicht viele Messer, die ich nicht wieder verkaufen würde. Da kommt aber auch die Taschenregel mit ins Spiel. Taschenregel besagt, das hatte ich mir damals mal von Dennis abgeschaut, vom Fuwa, sobald die Tasche voll ist und eins dazukommt, muss ein anderes gehen. Also gibt es dementsprechend nicht viele. Was haben wir denn hier? Ja, waren auch nur ein Geschenk. gibt es da nicht viele Messer, von denen ich mich unter normalen Umständen nicht trennen würde? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den ganzen Kram hier ganzbeinig hinbekomme. Also bei mir ist noch sehr viel Platz in der Tasche. Ich glaube, ich werde die auch mal umbauen, weil wenn ich die jetzt hier so aufmache. Also es ist eine 30er Spyderco Spyderbag. Ich werde es jetzt mal beiseite tun und nehme mal ein paar Messer raus. So, jetzt sieht das schon ein bisschen anders aus. Das ist auch einfacher. Also, von welchen Messern würde man sich unter normalen Umständen nicht mehr trennen? Tja, wie gesagt, nicht viele. Das ist eigentlich scheißegal. Das können sehr teure Kaliber sein. Wie hier zum Beispiel mein Umnumsan. Sagt man Umnumsan? Beidseitig polierte Titanplatinen, also Griffschalen. Finde ich sehr geil. War ich auch sehr froh, dass ich es bekommen habe. Würde ich es wieder verkaufen? Pff, schwierig, aber unter gewissen Umständen sicherlich. Das können auch normale Umstände sein. Wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass ich es bekommen habe, aber. Das heißt nicht, dass man es nicht wieder hergibt. Dann gibt es solche Sachen wie hier. Das Strider. Habe ich damals abgekauft vom Prana. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Hat mir mit den G10-Schalen nie gefallen, nie so richtig gefallen. Ich glaube, ich muss mal den Hintergrund ein bisschen heller machen. Sonst passt das hier nicht. Also, gehen wir das mal rüber. Habe ich dann von Cuscadi eine Aerocarbon-Schale drauf zimmern lassen, beziehungsweise mir zuschicken lassen. Jetzt in CC. Das ist ein ganz anderes Messer. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Wahrscheinlich werde ich das sogar noch mal irgendwann als EDC tragen. Aber auch von sowas kann man sich trennen. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist jetzt nichts, wo mein Herz dran hängt. Selbst solche Sachen, ich habe es jetzt hier gerade von meinem Arbeitskollegen als Guestplate. 21er Large Sebenza. Läuft wahrscheinlich in der Grafik langsam aus. Ich weiß nicht, ob sie oder ob sie noch so oft gibt. Hier sehen wir eigentlich schon ein Manko. Ich hoffe, er verzeiht mir, wenn ich das so zeige. Aber ich glaube, er denkt da ähnlich drüber. Das sieht von der Seite richtig geil aus. Das ist ein geiles Messer. Das, die Verarbeitung ist top. Das ist genauso wie beim Umnumsan, beim Saan. Aber hier, diese Seite, ich weiß nicht, das ist, wirkt irgendwie unfertig. Als hätten sie gesagt, jetzt haben wir vorne die Schale so schön poliert, dann haben wir keinen Bock mehr, deswegen machen wir die hinten nur noch sandgestrahlt. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich muss aber auch dazu sagen, jetzt nachdem ich es in der Hand hatte, das ist doch schon relativ groß, das Ding. Also hier, ich habe nun wahrlich keine kleinen Hände. Aber, ja gut, das sagt jemand, der einen Sahn hat. Ja. Aber ich finde das relativ groß. Aber selbst sowas, ich weiß nicht, das könnte man trotzdem wieder hergeben. Oder wenn man Sachen hat, die sind out of production. Die gibt es nicht mehr. Ja, hier das CRKT, das Apache. Ein geiles Messer, ATS 34. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal CRKT in ATS 34 gesehen habe. Und die Verarbeitungsqualität ist auch top. Ich vermute mal, dass das damals noch in Japan gefertigt wurde. Pff,
kann man sich auch von trennen. Das ist jetzt nicht so weltbewegend. Da können aber genauso gut auch Geschenke dabei sein. Das ist jetzt ein ganz schlimmes Fettnäpfchen, wenn man da reintritt. Keine Angst, Wolfi, das heißt, dass ich dieses Messer sofort verkaufen werde. Nee, ein sehr geiles Messer übrigens. Ich hatte auch mal den Namen im Kopf. Ja, egal. Wenn ich zum Beispiel Messer verschenke, hätte ich auch nichts dagegen, wenn diese Person das Messer wieder verkauft. Weil mein Hintergedanke ist ja, dass ich diese Person, klingt jetzt vielleicht blöd, aber glücklich machen will. Wenn er glücklicher damit ist, dieses Messer zu verkaufen, dann freut mich das doch. Das ist doch nicht, dass ich dann sage, oh mein Gott, er hat mein Messer verkauft und ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Ich hatte jetzt gerade ein Giveaway, wenn jetzt zum Beispiel der Frank, der Supracor, wenn er das Messer verkaufen würde, das Buch verkaufen würde, den Benchmade-Schärfer verkaufen würde, die Tasche verkaufen würde, Herrgott, Hauptsache er kann damit leben und findet es gut. Solange wie er sich drüber freut, habe ich doch mein Ziel erreicht. Aber das ist eben auch meine Einstellung. Ich meine, ich dürfte ja gerne runterschreiben, dass ich ein Arschloch bin oder sonst irgendwas, aber ich werde da niemanden ans Bein pissen, nur weil er ein geschenktes Messer von mir verkauft. Es gibt natürlich so manche Sachen, da würde es mir unheimlich schwer fallen, mich davon zu trennen. Also das hier zum Beispiel, mein 350er, das habe ich damals von Wolfi geschenkt bekommen. Das war so das erste Geschenk, wo es mich hier wirklich aus der Bahn geworfen hat. Ja, aus diesem Geschenk, also nicht aus dem Geschenk raus, auch so aus den ganzen Gesprächen, ist natürlich eine sehr, sehr tiefe, sehr enge Freundschaft jetzt mittlerweile entstanden. Und das ist auch so eine Sache, die ich damit verbinde. Also da kommen wir schon so an die Grenze, wo ich sage, nö. Da könnte jetzt jemand herkommen und das ist ein normales 350er. Das ist ein normales Tiger Stripe 350 TS. Vielleicht sollte ich es nochmal einblenden. Das ist ein 350 TS S30V. Das ist ein sehr geiles Messer, aber nichts Besonderes. Trotz alledem wäre das jetzt hier schon so ein grenzwertiges Teil, wo ich sage, nee, unter normalen Umständen würde ich das, glaube ich, nicht verkaufen. Also legen wir es mal quer. Machen wir es mal so. So, das können sein, das können auch Messer sein aus einem Tausch. Das finde ich zwar derzeit sehr geil. Ich bin ja sowieso ZT-Fan über und über. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht bin ich irgendwann der Sache überdrüssig und sage, das ist bei jemand anderem besser aufgehoben. Warum soll ich es dann bei mir in der Tasche versauern lassen? Warum soll ich es dann nicht hergeben? Das können auch Sachen sein, ja, hier zum Beispiel auch ein sehr geiles Messer von Klaus. Das war das Nieto, wenn ich da richtig. Muss ich selber mal schauen. Man kann es kaum noch sehen, ja, das ist ein Nieto. Sehr, sehr cooles Messer. Halt ein kleiner Gentleman-Folder, das ist jetzt kein 200-Euro-Messer, das ist mir auch klar. Aber ich meine, gut, wenn der richtige Moment kommt, würde ich sicherlich auch hergeben, aber im Moment sehe ich das noch nicht. Weil wirklich die Form ist wunderbar. Das finde ich sehr schick. Das ist übergehend. Die Griffschalen finde ich super, auch wenn ihm die Maserung nicht so ganz gefallen hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Stahl ist jetzt kein Hochleistungsstahl, aber Herrgott, das ist auch nur ein Taschenmesser. Sowas nimmt man vielleicht mal zum Picknick mit. Aber nicht, um damit Kabelbinder zu schneiden. Okay, Insider. Ja, das können auch andere Geschenke sein. Sowas hier. Das finde ich natürlich super geil. Auch wegen der Geschichte, die hinten dran hängt. Da kommen wir auch so in so eine Region von wegen, wieder hergeben. Ah, weiß ich nicht. So eine leise Feder schont die Klinge. Ich tue es auch mal quer, nur mal spaßenshalber. So, das können Sachen sein, da hat man Geld reingesteckt. Hier das Mannix mit dem Kopperschwertgriffschein. Sehr geiles Messer, absolut. Hab's noch nicht als EDC getragen, werde ich aber noch. Die Schalen sind super, die stehen natürlich unheimlich auf Sonnenlicht. Haben wir ja jetzt draußen gerade. Aber na, wir sind ja hier drin und nicht auf dem Balkon. Sollte ich vielleicht nochmal auf den Balkon gehen. Das können Sachen sein wie jetzt hier mit schwarzer Hardware wieder. Das ZT. Das 200er, kein Onion Design. Sehr geile Form, sehr geiles Messer, ein absoluter Brecher. Wirkt aber jetzt durch die Griffschalen nicht mehr ganz so extrem. Das heißt aber nicht, dass man sowas nicht hergibt.
Das könnte auch sein, dass da irgendwann mal die Entscheidung kommt, ach nee, das kann jetzt gehen. Das können sogar supergeile Kopien sein. Auch von sowas. Man weiß ja nie, ob man vielleicht irgendwann auch mal Geld braucht für eine Neuanschaffung. Wäre ja auch sowas. So, derzeitiges EDC, abgekauft von Frank, das ZTP. ZTP hat mir mittlerweile auch seine Schwächen aufgezeigt. Das heißt nicht, dass ich das jetzt sofort verkaufe. Aber es kann sein, dass ich irgendwann sage, nee, ein anderes Messer ruft ein bisschen mehr nach mir als dieses. Soll man das ein bisschen nach oben verschieben? Das kann alles passieren. Es gibt derzeit zwei Messer, die ich hier noch in diese Querreihenfolge mit reinlege. Das eine ist das Dieter Heun von Christoph. Das habe ich hier übrigens nochmal bearbeitet. Mir war der Griff ein bisschen zu rot. Das war mir zu sehr Porno. Und jetzt habe ich übrigens auch nochmal Hochglanz, richtig Hochglanz poliert. Damit Karnauberwachs versiegelt. Bei der Gelegenheit habe ich mich nochmal diesen Messingbacken hier angenommen. Das ist ein super geiles Messer. Ich habe ihm schon geschrieben, also ich glaube, an dem Messer habe ich bald mehr Spaß als an dem Tauschobjekt. Ein sehr geiles Teil. Ja, das wäre sowas, wo ich sage, nee, das gebe ich jetzt nicht wieder her. Das können wir ja so quer mit dazu legen. Und dann das hier, das war das 550er. Das war meine erste Bestellung bei Cuscadi. Das Messer hat eine Sandstrahlung von Wolfi bekommen, die ich immer noch so geil finde. Dann haben wir komplett Titan-Hardware. Die hatte ich nachbestellt in den USA, auf beiden Seiten. Und in der Seriennummer verbirgt sich mein Geburtsdatum. Komplett, nur halt mit Zahlendrehern. Also sowas, nee. An dem Messer passt so viel, dass ich sage, gebe ich nicht wieder her. Ich habe mittlerweile auch, hatte ich einen Kokosnuss-Test? Nee, aber ich habe mal einen Spinewake-Test gemacht. Nichts passiert, alles soweit okay. Bei Dennis hat ja damals das Messer versagt beim Kokosnuss-Test. Ich kann mich da bis jetzt noch nicht beschweren. Keine Ahnung, ich habe es auch noch nicht als EDC getragen. Das wäre auch noch so eins, wo ich sagen würde, nö, da trenne ich mich erstmal nicht mehr davon. Also ihr seht, das kann man nicht so pauschalisieren. Da sind sicherlich viele dabei, wo ich sage, klar, warum nicht, gebe ich her. Kostet mich vielleicht nochmal zwei, drei Überlegungen. Wenn ich hier manchmal ein bisschen komisch klinge, ist das nur, weil ich mir das Handtuch an den Kopf halte. Das ist doch relativ warm hier drin. Ich vermute mal, wir haben es wieder so ungefähr 30 Grad. Ja, also alles so, wie gesagt, da, nein, da, nein, da, nein, da, nein. Aber ansonsten sehe ich da jetzt nicht das große Problem. Ja, das ist schon was Geiles. Achso, und bevor sich jetzt jemand aufregt, wenn aber der Griff so hochkant poliert ist, dann ist der ja total rutschig. Ich kann euch beruhigen, ich werde dieses Messer sicherlich nicht mitnehmen zum Tauchen. Nicht für Gartenarbeiten oder nicht zum Buschkraften. Außerdem habe ich noch nie Handschweiß gehabt. Also meine Hände sind immer trocken. Höchstens mal kalte Hände, ja. Aber ansonsten, das heißt, ich glaube nicht, dass mir dieses Messer mal aus der Hand rutscht. Und das wird wahrscheinlich mein nächstes Tabakschneidemesser. Dafür hat es mir Christoph auch zukommen lassen. Wie hattest du so schön geschrieben? Tabakschneiden mit Stil? Ja, das wäre sowas. Wie gesagt, hier ein ganz besonderes Geschenk. Das erste, was mich wirklich aus den Schuhen gehoben hat. Da sind auch andere Geschenke dabei. Ich habe jetzt hier nicht alle Messer. Ein paar sind jetzt noch in der Tasche, ein paar habe ich auch an der Arbeit. Da sind auch noch so ein paar Dinger dabei. Aber ansonsten sehe ich hier nicht irgendwas, von dem man sich nicht trennen würde. So, das war eigentlich dazu die Antwort. Jetzt schiebe ich das alles mal beiseite. Ich möchte euch nochmal was zeigen. Achso, und wenn jetzt die ersten Leute aufheulen von wegen, oh mein Gott, hier die ganzen Schrammen und sowas und da machst du dir doch die Messer kaputt. Leute, die sind aus Stahl, die sind aus Kunststoff. Wenn die kaputt gehen von über den Tisch kratzen, dann haben, glaube ich, die Designer irgendwas falsch gemacht. So. Ich hatte ja im vorangegangenen Video, ich hoffe, ich habe es hier jetzt vorher schon hochgeladen, das Set gezeigt, das Set gezeigt, Lapplandersäge und Mora, 26 Euro Pfennige bei Amazon. Lapplander sowieso sehr geil, die tue ich auch jetzt beiseite, da ging es gerade nicht drum, oh, Entschuldigung.
Jetzt habe ich mir das Mora mal genauer angeschaut. Ist ein Mora? Ich weiß es nicht. Ich bin mir zu 90% sicher. Es steht Barco drauf. Ich vermute mal, dass es einfach nur für Barco hergestellt wurde. Ich glaube, die Hulta Force sind ähnlich. Ich bin mir aber nicht sicher. Das Messer kam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Messer ist das schärfste, mit Abstand schärfste Messer, was ich jemals bekommen habe, out of the box. Und ihr wisst, wenn ich das jetzt mal zeigen darf, machen wir es schön. Ich stehe auf scharfe Messer und ich stehe auf Spiegelpolituren. Und diese Messer sind auch sehr scharf. Aber dieses Mora-Messer ist mindestens genauso scharf und das aber out of the box. Also was hier kam, da hat es mir echt die Sprache verschlagen. Das ist, klingt jetzt vielleicht komisch und ist aber nicht übertrieben. Das ist unheimlich scharf, so scharf, dass es einem Angst macht. Also mir zumindest. Nicht Angst im Sinne von, ich renne jetzt weg, Freddy Krüger Angst, sondern man hat Angst, dass man sich mit dem Ding schneidet. Ich habe das am Anfang in die Hand genommen und hätte mir fast schon in den Finger gesäbelt, nur durchs Auflegen. Also ich bin nur kurz dran gekommen und dachte, oh, was ist das denn? Das Ding ist wirklich beängstigend. Ich weiß nicht, was sie hier angestellt haben. Ich hatte mit Soli noch hin und her geschrieben, in dem Soli-Bohr, der dann auch gesagt, 12C27, und das noch im Scandi. Unschlagbar. Was man gerne noch machen kann, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier hinbekomme. Ich nehme mal ein neues. Das ist noch so ein ultimativer Schärfetest. Da muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass man sich verletzen kann, aber dass es funktioniert. Manchmal funktioniert es nämlich auch nicht. Versucht mal, euer Telefonbuchpapier quer zu schneiden. Weil ich glaube, die Fasern verlaufen so. Das heißt, wenn ihr hier reinschneidet, also in die lange Seite, ist das kein Problem. Aber versucht mal, an die Querseite zu schneiden. Da streiken nämlich die meisten Messer. Und das hier, wie gesagt, das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Und was da noch erschwerend hinzukommt, nehmen wir den ganzen Kram jetzt beiseite. Ich weiß nicht, was die Lapplander-Säge kostet. Wie gesagt, insgesamt lag mir hier bei etwas, sagen wir bei 27 Euro. Ziehen wir mal 20 für diese Säge ab. Dann habt ihr für 7 Euro einen Schneidteufel sondergleichen. Also das war für mich echt unnormal. Wenn ich im vorangegangenen Video schon gesagt habe, Kaufempfehlung, sage ich hier absolute Kaufempfehlung. Das war für mich mal wieder, das war ein Bohrerlebnis. Auspacken, probieren, ich weiß nicht, kennt ihr sicherlich. Ja, dann soll es das auch schon gewesen sein. Also nochmal meine kurze Zusammenfassung. Meine kleine Auswahl an Messern, wo ich sage, ja, könnte ich mich hinreißen lassen zu sagen, nö, verkaufe ich nicht. Ansonsten ist alles eine Frage des, wer kauft und warum kauft er es und als letztes zu welchem Preis oder zu welchem Tauschobjekt. Das sind eigentlich so für mich die Kriterien. Bei diesen Messern ist das außen vor, aber bei den anderen, egal was es jetzt ist, sehe ich das nicht so eng. Das soll es gewesen sein. Das war ein kleiner Folder-Talk. Mini-Folder-Talk. Die normalen von Stefan, so, die sind ja meistens dann auch dreiviertel Stunde, Stunde. Bin ich auch ganz froh drum. Okay. Mein Senf dazu soll es hier gewesen sein. Großer Dank nochmal an alle, die bis jetzt schon mal ein Messer mit mir getauscht haben. Dank an alle, die mir Messer geschenkt haben. Sehr großzügig, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Tja, und ansonsten, auch die mir Messer verkauft haben, danke. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen, eventuell bis zum nächsten Mal und ciao.